Updated. Hehe, eben mal reinspringen. Und es ist nichts. Ach, oder ist das jedes Mal hier von denen? I was a survivor. I don't know why I survived the Great War or the winters of famine that followed. Perhaps the gods were looking out for me. Whatever the reason, live I did. I settled in the tiny village of Lyr, as did the others with nowhere else to turn. As more survivors came, our village became a town. Our town became a city. Our city became a kingdom. I became a town elder, then a mayor. And before I died, the first queen of the kingdom of Lyr, I died peacefully in my sleep. I never dreamed I would die in my sleep. Tja, mag man sagen, die hat sich hochgeschlafen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir es, zumindest im Nachhinein, doch mit einer Adligen zu tun. Da oder da? Macht das eigentlich einen Unterschied? Yeah! Ich habe ihn eigentlich ins Gesicht geschossen. Ich glaube, das merke ich mir. There is evil ahead. A great evil, the likes of which oh, gods have mercy! Man kann die einfach nicht erschießen. Schade. Das nächste Mal, wenn jemand unten um Hilfe schreit, weiß ich, was ich tun muss. Ich schlag ihm einfach ins Gesicht und dann ist die Sache wieder gegessen. Wunderbar. 17. Kristall. Ja. Das geht nach Adam Riese ganz einfach. Für jeden 5. Splitter erhaltet ihr einen ganzen. Das ist Mathematik. Das ist rekursiv. Oh. Eine weitere Tafel mit einem weiteren Rätsel. A soldier of the harbor and his love were forced to part. He gave his shield to her as a token of his heart. Waiting shieldless for her, watching always night and day. He forever guards a secret as he overlooks the bay. Eine kleine Liebesgeschichte. Ein Soldat hat einer seiner Liebe... hat seiner eigenen Liebe sein Schild vermacht. Etwa so ein Teil. Ne? Wunderbar glitzernd und toll. Das mögen Frauen ja. Alles, was glitzert, möchten sie haben. Buy me more jewelry! Ja, und das war ein Symbol als ein Bruchteil seines eigenen Herzens. Und ohne Schild hat er die ganze Zeit auf seine Frau gewartet. Und wir sehen einen Ladebildschirm. An einer Stelle, wo ich ihn gar nicht vermutet hätte. Was passiert jetzt? What the? Listen, boys, you don't want to fight us. We're on your side. We've come to see the king. Let them through. What are we left to lose? So, what brings warriors such as yourselves to the crumbling walls of Lyr, eh? Bloodlust, greed, come to scavenge the bones of the dead. We're looking for a girl. A girl? The world crashes in around us and you come looking for a girl. We were sent by the Lord Mayor of Dyfed to seek his daughter. Mercenaries. Your kind brought this hell upon us. Destroyed my city, enslaved my people. You mistake us for the Wargar. Or Minotaur cows. Puppets, tools. They serve a man, a treacherous cur of a mercenary by the name of Anuvin. Anuvin. I've heard that name. Aye. He was a dragon hunter, I think. Aye. For years, Lyr and its outlying lands were plagued by a great black dragon that dwelt in the ruined city of Kalamur. I hired Anuvin at great cost to slay the beast. I even gave him one of Lyr's most powerful items, the Death Stone, in the hopes it would help him.
Anuvin and his companions ventured into the depths of Kalamur. They were never heard from again, nor was the dragon. We assumed Anuvin perished while slaying the beast. I sent my men to investigate. That's how we learned that Anuvin survived. He had made Kalamur his stronghold. He had gathered there an army of Minotaur and Wargar and creatures of Earth. And now, he brings ruin down upon us. Endlich kriegt das alles mal ein bisschen mehr Story. Die Story kommt jetzt erst allerdings so ein bisschen in Fahrt. We've just come for the girl. Is she here or not? Aye, she's here. My men rescued her this morning. Giselle. Die falsche. Aye. We were sent by the Lord Mayor of Dyfed. Yes, that's my father. That's your father? Yes. Somebody has some explaining to do. Right. Come with us then, lass. We'll take you home. But the people here, they need help. We're not here for them. We're here for you. Come on. But... What do you want from us, dammit? We're not here to save the world, or even save one blazing city. We're not heroes. No. No, you're not. Hard. There's no profit in this, Ilara. It's suicide. No. Das ist hart. It's genocide. Will you keep the girl safe until she can be returned to Dyfed? Yes, I'll do whatever I can. Good. Just... If you live through this, build a statue of us or something. A big one. Out of gold, if you've any left. The gods bless you. Bless you both. Kalamur is downriver from us. There are docks nearby. You should be able to find something that can still float. Das ist schade. Erst jetzt kommt die Story so richtig in Fahrt. Das ist schade. My mother always told me not to hang out with you. I'm starting to see why. Your mother also said you should be a carpenter. Are you saying you'd rather be handcrafting an armoire than doing this? Do you really want me to answer that question? So, für eine kleine Erklärung für die Leute, die es mit Englisch nicht so gut haben. Overthrow the Tyrant Anuvin. Ja. Ich lasse das erstmal oben alles ausklingen. Sehr schön. So. Den kleinen Sidequest mit Magic Vault und so, das können wir, glaube ich, mittlerweile vergessen. Es ging darum, wir haben endlich den König gefunden und damit vielleicht auch die letzten Überlebenden. Der Stadt überhaupt, weil die Stadt ist einfach nur noch ein Haufen Asche, wurde komplett überrannt von den gegnerischen Mächten aus Kalamur. Und wie wir herausgefunden haben, mag der König keine Söldner. Wir sind ja auch Söldner. Wir wurden angeheuert von dem Bürgermeister von Dyfed, um seine Tochter zu holen. Wir dachten zuvor, dass es Seraphine sei. Und jetzt gibt's einen kleinen Plot-Twist, der, wie ich finde, leider doch etwas sehr spät kommt, weil dadurch fängt die Story jetzt erstmal an, wirklich interessant zu werden, aber das finde ich viel zu spät. Wir haben nämlich die Tochter des Bürgermeisters gefunden. Und das ist dieses komische Bauernmädchen, zumindest sieht sie nach einem Bauernmädchen aus. Und die Sache ist, dass die Seraphine uns anscheinend hintergangen hat. Und welche Rolle die jetzt noch spielt, das ist abzuwarten. Ich nehme mal an, dass die mit Anuvin zusammenspielt. Und Anuvin ist der Grund, warum dieser König, mit dem wir gerade geredet haben, nicht gut auf Söldner zu sprechen ist. Weil der König hat den Anuvin, der auch bekannt ist als Drachenjäger, darauf beauftragt, eben einen schwarzen Drachen zu töten, der die ganze Zeit
zuvor Städte vernichtet hat und Menschen getötet hat, das typische Brummbumm. Und der Anuvin hat das anscheinend auch gemacht. Er hat das gleiche, den gleichen wertvollen Gegenstand erhalten wie wir zu Anfang, den Deathstone. Ne, komisches Wort, den Deathstone. Und die dachten zuerst, er sei tot gewesen, aber der hat es doch überlebt. Und es ist rausgekommen, dass der Anuvin sich den Deathstone unter den Nagel gerissen hat und so einige andere Sachen, ist nach Kalamor gegangen und hat sich da eine eigene kleine Festung gebaut, hat das alles übernommen und seitdem sind da überall die Warger, die Minotauren und alles andere noch. Und darum geht es im Grunde genommen jetzt, dass wir die Tochter des Königs gefunden haben. Und da gab es jetzt auch einen kleinen moralischen Zwiespalt. Weil Kaddock, man hat gerade richtig gemerkt, wie der Kaddock einfach nur ein Söldner puren Herzens ist. Der macht es einfach nur für den Profit. Und das war auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, hart. Weil die ganze Stadt ist einfach am Brennen, alles geht da den Bach hinunter, so viele Leute sind am Sterben, der König ist verzweifelt, alles ist im Arsch. Und Kaddock sagt einfach nur, ja, okay, wir haben unseren Auftrag eigentlich erledigt, wir haben die Frau gefunden, so, ab nach Hause. Ja, das war jetzt der Zwiespalt und dazu hat Elara etwas ganz Wichtiges auch gesagt. Nachdem Kaddock nämlich meinte, wenn wir da jetzt helfen, das ist für uns der Selbstmord, total egoistisches Denken und so, sagte Elara, nein, das ist kein Selbstmord, das ist Völkermord. Genozid ist das Stichwort. Naja. Und Kaddock hat sich jetzt doch überreden lassen, wieder seines eigenen Willens, doch hier noch ein bisschen weiter aufzuräumen und den ganzen Komplott gegen Anuvin wahrscheinlich doch aufzudecken und Seraphina vielleicht nachher auch noch ordentlich in den Arsch zu treten. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Seraphine... Ja, Kaddock, der geht seiner früheren Arbeit bereits nach. Mein Gott, ist ja viel zu viel wieder los. Ich glaube, dass die Seraphine nachher noch eine ziemlich mächtige Rolle spielen wird. Und ich glaube, dass... Mein Gott, was ist denn hier los? Das ist hier so... Oh mein... Ach so. Abschuss. Explosiv. Na. Ich rede sofort weiter, nachdem ich den getroffen habe. Und ich werde ihn niemals treffen, weil ich so schlecht bin im Ziel. Na bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei Seraphine. Die wird wahrscheinlich Big Ass Full Load of Destruction für uns übrig haben. Weil wir halt rausgefunden haben, dass die doch nicht so nett ist und in Not ist, wie wir zuvor dachten. Die hat diese Situation schamlos ausgenutzt. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie mit Anuvin unter einer Decke steckt. Und das wird noch ziemlich interessant, das wird noch ziemlich böse werden. Oh, wir haben noch 8 starke Pfeile davon, aber ich glaube, dann nehme ich lieber den. Weil der ist dann doch allgemein etwas besser. Die 8 Schüsse werden es dann jetzt nicht unbedingt bringen. Ja, dafür bringt es etwas, dass ich wieder hoffenweise Schaden kriege. So, wo sind denn jetzt die Gegner? Ja, Kaddock kriegt Schaden, auch gut. Treffer, Treffer. Noch einmal treffen. Dann war das mit denen gewesen. Sag ich ja. Ah, ich werde wieder angeschrieben. Ich vergesse andauernd die Sachen zuzumachen. Ich hoffe, euch stört das nicht. Wenn es euch stört, dann müsst ihr es mir sagen, weil ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich würde das auch bei anderen LPern nicht so schlimm finden. Map, map und... Ach, ich wechsle wieder auf den Jack-on-Bow. Das macht viel mehr Spaß. Ja, dann explodiert alles. Und ich gehe besser mal an diese komische Maschine. Um den Rest kann sich Kaddock gerne kümmern. Oh nein, rechts neben mir hat etwas gespawnt. Au. Das ist gemein mit diesem Viecher. Dass sie sich einfach teleportieren können. Die teleportieren sich immer wieder weg. Und wieder hin. Und wieder weg. Und wieder hin. Und wir müssen ausweichen. Und die Kamera spackt ab. Mein Gott, ich kann gerade so nicht zielen. So.
Danke. Ich darf wieder zielen. Mist. Wow. Das wird auch wieder interessant werden. Ja, ich schmeiße jetzt besser mal einen Heiltrank ein und schieße den knapp an der Brust vorbei. Weil ich den ja nicht treffen will. Sehr eindeutig. So, komm. Ah, komm. Na, geht doch. Zumindest ist der komische Zauberer jetzt weg. Das heißt, ich kann wieder... Gatling! Bäm, 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 bäm. Wenn die Gegner nur nicht immer um einen rumrennen würden. Oh, das macht vor allem so viel, schön viel Schaden. Dab, 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 dab. Ich schieße einfach mal den Kerl mit runter. Das mag der doch. Ah, die Steuerung hiervon ist ein bisschen träge. Das war ein Kopfschuss. Boah, wie weit man die Maus ziehen muss, um das einfach nur ein bisschen zu bewegen. Und ich krieg wieder einiges an Schaden ab. Das ist nicht so schön. Und ich sehe dich von wo. Ach, shit. Ach, von der Seite direkt. Na gut, dann kümmere ich mich jetzt um den. Ein Kopfschuss reicht. Ach so, die kommen jetzt von hinten. Das ist der Grund.